Gesunde Mischkost Teil 1, Getränke und Beilagen. Wie kann ich das kombinieren und was ist überhaupt eine gesunde Mischkost? Ihr werdet mehrere Teile bekommen, weil es ja sehr umfangreich ist, wie eine Mischkost aussieht. Wer die Portionsmengen will, kann im Ernährungsmaß gerne nachgucken. Ihr Lieben, ich bin die Rose Fröhlich, Diätassistentin mit Kassenzulassung in eigener Praxis. Und zurück zur Fragestellung, die Patienten kommen immer wieder und fragen, was eigentlich die Empfehlung zum Beispiel für Deutschland, was ist die Empfehlung für eine gesunde Mischkost? Wie sieht die in der Kombi der Lebensmittel überhaupt aus? Also es ist so, bei den Getränken wird ja ewig diskutiert, viel trinken. Am Ende ist die Trinkmenge bei 1,5 bis 2 Liter. Es gehören 2 Becher Kaffee, 4 Tassen Kaffee wieder mit in die Trinkmenge mit rein. Also 2 Becher oder 4 Tassen Kaffee. Da gibt es neue Studien, die sind auch schon länger alt, aber dass nicht mehr Wasser ausgeschieden wird für die, die regelmäßig Kaffee trinken. Ihr habt die Portionsmengen im Ernährungsmaß drin und ihr habt ja auch die 2 Becher, 4 Tassen. Und ansonsten geht natürlich Tee oder Wasser, das heißt 1,5 bis 2 Liter, und der Kaffee gehört halt mit rein für die Kaffeetrinker. Das ist also die Menge, die wir an ungesüßten Getränken nutzen können. Und bei den Beilagen ist es so, dass ihr Kartoffel, Reis oder Nudeln, je nachdem was ihr mögt, eine Handschale voll, und dann wird es kombiniert mit 2 Händen voll mit Gemüse, und dann kommt dazu, wer mag, als Eiweißquelle Fisch, Fleisch, Geflügel, Ei. Das heißt, das auf die Woche aufgeteilt bei 7 Tagen, und ihr habt noch Wurstaufschnitt, der genutzt werden kann für Brot und ähnliches, kommt aber in einem anderen Teil nochmal. Das heißt, wenn ihr Fisch, Fleisch, Geflügel, Ei und dann mit der Beilage Kartoffel, Reis, Nudeln und mit der doppelten Menge an Gemüse kombiniert, also mindestens 2 Hände voll Gemüse in der warmen Mahlzeit. Und dann habe ich noch eine zusätzliche. Ihr könnt mindestens 3 Hände voll Gemüse täglich nutzen oder mehr. Und davon würde man 2 immer in der warmen Mahlzeit haben, weil ich ja die Handvoll Kartoffelreis oder Nudeln verwende im Zusammenhang der Portionsmenge. Ihr Lieben, den Fächer gibt es auch digital. Sichert euch noch die Restposten, die wir noch an Fächern haben. Viele sind da nicht mehr. Es werden noch so ein paar die nächsten Tage freigeschaltet, aber der Fächer wird nicht mehr neu aufgelegt. Also wer die Portionsmengen haben will, ihr habt noch viele Tipps und Tricks auf der Rückseite. Das heißt, gesunde Mischkost hilft auch beim Abnehmen, weil die Kohlenhydrate modifiziert sind. Also wer da mehr wissen will, schaut gerne in den Rose Fröhlich Shop rein. Ihr Lieben, Teil 1 haben wir durch. Kalorienfreie Flüssigkeit, 1,5 bis 2 Liter. Und die Beilagen Kartoffel, Reis, Nudeln mit der doppelten Menge an Gemüse. Und dann Fisch, Fleisch, Geflügel, Ei oder natürlich auch Ersatz für die, die das Fleisch nicht nutzen. Ihr Lieben, ich wünsche euch was. Habt einen schönen Tag. Ganz liebe Grüße. Und Teil 2 kommt in Folge.